packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Ringen, Überraschung. Hergiswil gewinnt gegen Freyam. Nicht knapp, sondern deutlich 20 zu 14. Das ist der neue Mannschaftsgeist. Gewinnen um jeden Preis. Kämpfen bis zur Erschöpfung. Der Akos Koriza holt so den 100. Sieg in der Nationalliga an. Für sich, für den Trainer der Johnny, für die Mannschaft und für die Fans. Hergiswil wie ausgewechselt. Zum Saisonauftakt haben die Napfringer gegen Freyam katastrophal klar noch mit 28 zu 9 verloren. Und das Wochenende ein Sieg mit 6 Punkten Unterschied. Willisol bewahrt auswärts in Krieseren Haltung. Gegen Tabauen erste fällt gerade mal ein Punkt, 19 zu 18. Krieseren hat heute gerade auf einmal verloren. Im ersten Kampf, notabene ebenfalls knapp 19 zu 17 gegen Willisol. Vergleicht man die beiden Resultate, kann man spitzfindig sagen, Willisol ist ein Punkt besser als der Tabauen erste. Keine Überraschung dagegen am Tabellenende. Einsiedler verliert daheim gegen Schattor 15 zu 23 und bleibt weiterhin ohne Sieg. Da das Resultat von der 6. Runde im Überblick. Das gibt zum Start der Rückrunde folgende Platzierungen. Erste Krieseren, 6 Kämpfe, 5 Siege, 1 Niederlage, 10 Punkte. Zweite Hergiswil, 4 Siege, 2 Niederlagen gegen Freyamt und Krieseren, 8 Punkte. Gleichauf mit Freyamt, 4 Siege, 2 Niederlagen, 8 Punkte. Vierte Willisol, 3 Siege, 3 Niederlagen gegen Hergiswil, Freyamt und Krieseren, 6 Punkte. Fünfte Schattdorf, 2 Siege gegen Einsiedler, 4 Punkte. Und sechste Einsiedler, 6 Kämpfe, 0 Punkte. Der Johnny Marschwöldi gefragt, ob er mit einem Sieg gegen Freyamt gerechnet hat. Ja, das ist schon klar. Letzte Woche für Johnny Mann gesagt, ist 49% Chance für Freyamt. Aber ich hoffe, dass für mehr Chance haben für Hergiswil. Klar, jetzt Freyamt ist nicht voll aufgestellt. Etwas schon begonnen für dieses Pokerspiel, was vorher gesagt. Aber für uns ist sehr wertvoll, dieser Sieg. Gegen zwei Seiten, nachher unsere Mannschaft auch gewissen, etwas positionieren. Und andere Seite etwas mehr Selbstvertrauen haben für die Mannschaft. Selbstvertrauen, an dem setzt bei Freyamt nicht gelegen haben. Bis letzte Woche gegen Krieseren haben die Aargauer jeden Kampf gewonnen. Oder hat es etwas mit der Aufstellung zu tun? Der Freyamter Trainer Adi Bucher. Haben Sie den Jungen heute eine Chance gelassen oder haben Sie mit Vollstärke aufgestellt? Ja, teils, teils. Teils waren wir gezwungen, einen Wechsel zu machen. Und, eigentlich haben wir nicht in den Jungen eine Chance gegeben, sondern es war das unser Kader, der jetzt für den Kampf zur Verfügung gestanden ist. Mit welchen Erwartungen sind ihr noch Hergiswil gekommen? Ihr habt ja sehr hoch gewonnen im Heimkampf. Ja, wir haben natürlich im Heimkampf mit einer sehr guten Aufstellung ein schwäches Hergiswil angetroffen gehabt. Heute ist Hergiswil einiges stärker hier hingekommen. Sie haben auch daheim, sie haben Sponsoren abgerufen und so. Und da haben wir eigentlich gewusst, dass sie sicher viel stärker werden kommen. Und wir haben gewusst, es könnte einen engen Match geben, aber ja, es waren auch viele offene Kämpfe. Und so ist es dann nachher zum Schluss auch gekommen. Zum Schluss genau die Highlights aus Hergiswiler Sicht.
Der Martin Suppiger gewinnt gegen Pascal Gurtner 14-2. Und hat dabei sprichwörtlich in den letzten Sekunden riesig Glück. Mit einer Schulterniederlage jetzt geraten. Akash Koriza bezwingt den Roman Zurflue 7-0. Der Thomas Suppiger lässt dem Marc Weber keinen Punkt, 9-0 und kann fast den Schultersieg realisieren. Marco Hadu bezwingt den Marc Scherrer 16-0, damit technische Überlegenheit. Und Routinier Patrick Stadumann ringt dem Giant Götzmann ein 4-1 ab. Da sehen Sie alle Highlights und zuerst auf die Helen Apf. Verpassen Sie auch nicht in Johnny seine Meinung zu den anderen Kämpfen. Viele sollen Kriesern und Einsiedler Schattdorf gerade anschliessend. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.